Gut, wo waren wir stehen geblieben? Sind da schon Monster? Ja, eine Spinne. Gut, zum Glück sind wir da abgehauen. 15, das gibt schon mal ordentlich wieder Holz. Und 6. Wie machen wir die Decke jetzt? Och Mensch. Ich würde sagen, im Schlafzimmer machen wir es so schön hell. Da machen wir nicht ganz so viele Möglichkeiten zum Rausgucken. Braucht man ja auch nicht, oder? Naja, doch so. Aufs Meer gucken kann man, ist schon ganz schön, denke ich mal. Dann haben wir hier so einen Rundumblick. Mist. Bin ich jetzt erschrocken. Ich dachte, wir kriegen Besuch. Kriegen wir bestimmt auch noch, aber ich hoffe noch nicht heute. Würde ich mich jetzt nicht so drüber freuen. Ich bin wirklich präzise heute. Da ist die Decke auch drauf. Alter. Man sollte eigentlich ins Nebenzimmer gehen können, oder? Also so. Ja, geht eigentlich. Von der Größe her ist es eigentlich wohnlich. Dann machen wir hier vielleicht Kisten hin. Die Workbench. Ah, wieso bin ich jetzt da außen rumgelaufen? Erstmal eine vielleicht. Da ich noch nicht weiß, was man reinlegen könnte. Aber ich weiß, was man da unten hinbauen könnte. Ah, ich brauche Fackeln und dazu brauche ich Kohle. Haben wir doch. Ah, Mensch. Wieso sagt denn das keiner? Die machen ja richtig Licht. Nee, die kommt weg. Nee, die bieten sich da besser an. Nee, hier brauchen wir eigentlich. Eigentlich bräuchten wir hier drin gar keine.
Aber wieso nicht? So, jetzt ist die ganze Bude ausgeleuchtet. Am besten außen noch ein paar Fackeln. Na, was heißt ein paar, so vier Stück? Oh mein Gott. Ist das jetzt? Nee, ist es nicht. Ja, lassen wir es einfach mal so erstmal. Vorerst. Ist zwar jetzt nicht sehr... Kommt mir nur so vor, das sieht jetzt komisch aus mit diesen großen Fenstern. Ah, ist auch egal. Kommt eh noch eine Etage oben drauf. Ah, wo sind die ganzen Stickies? Nebenan. An die Truhe. Oh, das war ein bisschen viel. Ah, ist ja nicht schlimm jetzt. Mist. Muss ich gucken, wie ich die Fackeln setze. Ja doch, ich lasse es einfach so. Ein weißer Fleck drauf. Toll. Da brennt die Nachbarschaft. Mit ein bisschen Glück hinterlassen die uns sogar was. Ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht so daran. Wo habe ich denn das Schwert hingepackt? Ah, Mist. Ich glaube noch nicht so dran, dass die uns was hinterlassen. Zumindest nicht freiwillig. Aber wer redet denn hier von freiwillig? Müssten die nicht normalerweise Items droppen? Fleisch. Rottenflash, okay. Braucht man jetzt nicht zwangsweise, genauso wenig wie einen Pool hier. So, ein bisschen ausgleichen. Was ist das eigentlich? Eine zweite Etage, wenn wir bauen wollen, brauchen wir. Massig Holz. Oh, da hat's unsere Axt gerade zerlegt. Die zerlegt's auch gleich. Ein Baumhaus können wir uns hier mit Sicherheit auch bauen. Ich muss nur noch schauen, wo genau. Ist es ja einfacher gesagt als getan. Und die nächste. Ja, wie gesagt, einfach gesagt hat es getan, so ein Baumhaus. Man muss es ja auch irgendwie verstecken, damit es nicht gleich so auffällt.
Entschuldigung, nicht gleich so auffällt, mit Glas vielleicht bauen oder so. Oder wir bauen es einfach in den Baum rein. Also, dass es verschmilzt mit dem Baum. Ist natürlich alles möglich. So. Mich juckt es gerade schon wieder in der Nase. Nur her damit. Blop, blop. Und her. Und du auch noch. Die Axt hält ganz schön lang, ey. Und weg. Weg. Aber die Maus geht ziemlich gut dafür. Die benutze ich auch schon eine Zeit lang für meinen Test. Ich hatte sie für meinen Test benutzt. Oh, dieses Spiel. Also die meisten sagen ja, es ist eine sehr gute Alternative, die beste, die sie je gesehen hätten. Die haben aber nicht die Error-Meldungen ständig erlebt, wo ich die erlebt habe. Die gehen einem so auf den Keks, diese Error-Meldungen, ne? Das glaubt einem keiner. Die sind so nervig, das ist unglaublich. Könnt ihr euch in meinen älteren Videos überzeugen? Da sieht man sie noch ganz gut. Die Error-Meldungen. Am Anfang ging ja alles eigentlich ganz gut. Ich habe mich gefreut. Ah, geil, wie Minecraft. Und ah, cool. Ja, und dann... was ist das für ein Scheiß? Ja, jetzt, beleidigen wollte ich jetzt auch nicht, aber... Sorry, ich will nicht so direkt sagen muss, aber... Der beste Minecraft-Klon ist es auch nicht gerade. Da bleibe ich lieber bei Minecraft. War ja ein Versuch wert, mal anzutesten. Ich hätte eigentlich Let's Test meinen Test machen müssen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe, warum das eigentlich keiner Let's Playt. Weil das Spiel einfach nicht... naja, nicht so gut ist. Endlich ist er kaputt. Haben wir noch eine? Nein. Wie viel Holz haben wir jetzt eigentlich komplett? Ein 5, das gibt massig. Ein Stack. 2. 3. Ja, sehr schön. Wie viel haben wir von dem Weißen? Naja. Naja. Aber wir sammeln jetzt auch nicht noch mehr. Das soll erstmal reichen. Um die Etage wenigstens ein bisschen voranzutreiben. Zur Not können wir uns auch hier noch von den Bäumen holen. Ja, das haben wir ja weggemacht. Und ich möchte da jetzt nicht extra noch was hinbauen. Ich beginne lieber mal jetzt mit der zweiten Etage. Sand bräuchten wir, siehst du, verdammt. Wenn ich jetzt Schluck aufbekomme, ne? Ich glaube, ich mache die Etage dann so, dass das hier quasi der Rand ist, dass er sich ein bisschen abhebt vom Rest. Ah, stimmt, ich brauche eine Axt da. Nein! Ah, Mist! Na, geh runter. Alter, ich brauche eine Axt. Na, am besten gleich zwei. Die Axt brauchen wir gleich mal. Um hier unser Debakel wieder zu entfernen. Und wieso vibriert der Wecker eigentlich nicht mehr? Hm.